Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 67.500 US-Dollar. Es hat sich in den letzten Tagen sehr, sehr wenig getan. Einerseits war ich natürlich auch im Urlaub, deswegen kamen keine Videos, aber es hat auch so überhaupt keinen Sinn gemacht. Letzte Woche haben wir hier oben noch ge äh, geschrieben bei 72K, da muss man drüber kommen. Ansonsten ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir wieder einen deutlichen Abverkauf sehen werden. Genauso ist es dann auch gekommen. Gestern dann gab es dann auch noch den äh, Fettzinsentscheid. Die Zinsen bleiben einfach komplett gleich. Wir hatten gestern die CPI-Daten, die sind relativ positiv ausgefallen. Deswegen haben wir gestern noch einen Pump in Richtung 70.000 US-Dollar bekommen, der dann aber instant nach eben dem Fed-Zinsentscheid wieder abverkauft wurde. Jetzt traden wir bei 67.500 US-Dollar. Wie es jetzt weitergeht, welche Trade-Möglichkeiten wir haben, welche Trades überhaupt noch offen sind, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Natürlich auch auf Ethereum gucken, auf den Euro, US-Dollar, auf den Goldchart und auch mal auf den DAX. All das besprechen wir, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und wenn ihr weiter auf den Laufenden bleiben sollt, kommt auf jeden Fall gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und außerdem habe ich jetzt eine Aktion mit BingX laufen. Alle, die sich über meinen Link registriert haben oder noch neu registrieren, darf ich jede Woche bis zu zehn Leuten ähm, ja, Trading-Bonus einfach rausschicken. Da habe ich mir gedacht, fünf Leute werde ich auf jeden Fall immer unter YouTube Kommentaren rausfinden und das heißt, ihr müsst einfach nur eure UID unten in die Kommentare reinschreiben und schon seid ihr dabei und könnt dann im Endeffekt gewinnen und die anderen werde ich dann wahrscheinlich in Telegram auslösen. So habe ich mir das jetzt gedacht. Also wie gesagt, wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr traden könnt, was wir hier alles besprechen und jetzt jede Woche die Chance haben wollt auf Boni, dann meldet euch mit dem Link unten in der Videobeschreibung an und dann seid ihr auch automatisch dabei. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 67.500 US-Dollar. Wir hatten eben gestern diesen Abverkauf. Guterweise, beziehungsweise technischerweise muss man ja ehrlicherweise schon dazu sagen, wo sitzt mein Tool. So, hier sind wir gestern genau ins Golden Pocket reingekommen. Also, wenn wir unser Fib-Level von unserem hoch bei 72k ziehen, bis runter auf unser Tief bei knapp 66.000 US-Dollar, sehen wir, okay, wir sind ins Golden Pocket hier reingekommen, reingedippt, kurz mal drüber, hat aber nicht ausgereicht die Liquidität, beziehungsweise der der ganze Pump hat nicht ausgereicht, um drüber zu kommen. Und dann kam eben die FED mit ihren, ja, wir werden nur noch maximal, wenn überhaupt, eins oder zwei Zinssenkungen machen dieses Jahr. Das war aber auch schon bekannt. Daraufhin ging es wieder nach unten hin. Man muss dazu sagen, unsere Long-Position ist ausgestoppt worden. Die Short-Position, wer reingegangen ist hier oben, sollte da jetzt auch mal locker 75% rausnehmen und einfach auf neue ja, Kaufkurse möglicherweise warten. Ansonsten hab ich's, habt ihr es wahrscheinlich jetzt gerade schon gesehen, bevor ich das jetzt weggemacht habe. Auch von unserem Ding hier gestern sind wir auch wieder ins Golden Pocket gekommen und traden hier derzeit auch ein bisschen darum. Mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, hier schon wieder Long reinzugehen. Warum? Weil wir diese Support-Box, die ich jetzt mal hier einfach weitergezogen habe, die aber absolut invalide mittlerweile schon ist, weil wir sie hier unten schon durchbrochen haben in Richtung 66k. Gefällt mir alles nicht. Also ich bleibe weiterhin bei dem Level, was wir letzte Woche eingezeichnet haben. Das war ungefähr hier unser Plan. Dass wir hier runtergehen und dann möglicherweise auf 63.000 US-Dollar. Und da bleib, dabei bleibe ich auch nochmal ein bisschen bei, oder auf längere Sicht bleibe ich dabei auf jeden Fall, dass wir solche Kurse sehr, sehr wahrscheinlich nochmal sehen werden. Einerseits, weil hier unten noch diese Ineffizienz zu füllen ist, andererseits auch, weil das übergeordnete Golden Pocket von dieser gesamten Range mit eben unserem, ja, ich sage jetzt mal hier unten, mit unserem Fake Out, was wir unten reinbekommen haben, würde auch hier unten zwischen 62.000 und 63.000 US-Dollar liegen. Also, dieser Fahrplan bleibt bei mir weiterhin Priorität Nummer 1. Möglicherweise nochmal irgendwie ein Short-Entry zu kriegen, das müssen wir uns jetzt im Laufe des Tages mal gucken. Für mich momentan eher nur die Chance, wenn wir mal in einen 1-Stunden-Timeframe reingehen, dass wir nochmal hier in Richtung 69.500 US-Dollar hochgehen und diese Chance möglicherweise noch mal nutzen für einen potenziellen Short Entry ansonsten wird es relativ schwer sein auf ähm, Daily Sicht können wir uns auch mal ganz kurz angucken hat sich eigentlich gar nichts getan also, die Range ist weiterhin die gleiche, dass wir hier zwischen 72 und knapp 60.000 US-Dollar hin und her rangen. Also überhaupt keine Änderung, was das große Chartbild derzeit anbelangt. Das heißt für mich weiterhin der Fahrplan: 62, 63K wäre eigentlich perfekt für eine Long-Position. Und dann müssen wir gucken, ob wir uns danach möglicherweise wiederholen oder nur ein tieferes Hoch bilden dann gehe ich ganz stark davon aus, dass wir mittel bis langfristig über den Sommer auf jeden Fall nochmal in unsere sehr sehr große grüne Box zwischen 48 und 52000 US Dollar runtergehen. Ist auch immer noch so meine Prio Nummer 1, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, oder wäre immer noch das Beste für einen potenziellen Bull Run dann im nächsten Jahr. Ja, gehen wir mal rüber zu Ethereum. Was hat sich da getan? Wir sind leider nicht mehr hier hoch in unseren Short-Area gekommen bei 4080 US-Dollar. Leider nicht mehr. Ansonsten wäre der Trade perfekt aufgegangen, aber Ethereum überhaupt keinen Bock gehabt anscheinend. Hier nochmal irgendwie die Liquidität hier oben in diesem Preisbereich zu fischen. Deswegen müssen wir jetzt hier erstmal abwarten. Also Long für mich absolut ausgeschlossen. Dafür ist diese Ineffizienz bzw. dieser Pump viel, viel zu groß. Und sobald wir hier wieder ein tieferes Tief reinbilden, also hier runtergehen, ist es sehr, sehr gut möglich, dass instant einfach hier runter in Richtung 3170 US-Dollar runterfällt. Also hier bleibt weiterhin der Plan. Ich warte hier unten auf die grüne Box, 3200 US-Dollar rum für eine potenzielle Long-Position. Ansonsten erstmal Finger weg meinerseits. Gehen wir rüber zu Gold. Hier müssen wir sagen, okay, wir haben zwei Tag-Profits erreicht. Den dritten leider nicht. Der war hier oben geplant bei 2393. Wir sind auf 2387 nur gekommen. Leider daraufhin massiver Abverkauf. Also auch hier äh, letzte Woche am Freitag schon ging das schon los mit diesem massiven Abverkauf. Gold-Long-Position auf Stop-Loss-Entry ausgestoppt. Und seitdem traden wir hier um den Support derzeit. Ich bin hier noch am Überlegen, ob ich nochmal eine neue Long-Position wage wahrscheinlich aber dann erst, wenn wir hier nochmal dieses Tief hier unten möglicherweise erreichen, für einen potenziellen Rebreak hier oben in Richtung 2370, sollten wir nämlich dann ein tieferes Hoch wieder kriegen, gehe ich ganz stark davon aus, dass diese Rallye bei Gold sich jetzt so wirklich langsam den Ende neigt. Ansonsten äh, abwarten, weil derzeit auch hier ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, wir haben hier noch einige Wigs nach unten hin, wenn wir diese grüne Box jetzt mal hier ein bisschen so nach unten verschieben, seht ihr ja selber. Hier noch 1, 2, 3 Weeks plus dann hier eben nochmal dieses Tief. Also es kann sich schon noch ein bisschen ziehen, bis wir hier unsere nächste Long reinkriegen können. Ansonsten, ähm, letzte Woche über den DAX gesprochen. Auch etwas unglücklich, muss ich ehrlicherweise sagen, weil hier die Position nicht abgeholt wurde. Also wir haben ja darüber gesprochen, hier die Position bei 18.250 rum, ah ne, 18.260 äh, im Golden Pocket zu eröffnen. Wir sind gekommen auf 18.280. Also auch hier knappen Entry verpasst, weil ansonsten hätte es wirklich perfekt vom Plan. Ihr seht hier schon äh, hier, wir haben schon ordentlichen Schwung hier wieder in Richtung 18.600 US-Dollar gemacht. Möglicherweise, das ist jetzt momentan so ein bisschen äh, mein Plan, dass wir hier nochmal ein Tief reinkriegen mit einem doppelten Boden, vielleicht sogar nochmal ein tieferes, tiefer Richtung 18.200 äh, Punkte und dann nochmal ein Rebreak nach oben hin durchballern. Diese ganze Zinssache, die momentan noch in den USA läuft. Ich weiß nicht, wie lange die das noch so auf diesen Zinsen beharren wollen. Inflation wird sich so bei 3% einfach einpendeln. Die Märkte haben erstmal positiv darauf reagiert, dass überhaupt ein, zwei Zinssenkungen kommen sollen. Ob das dann auch wirklich der Fall ist, wird sich zeigen, aber momentan reagieren die Aktienmärkte hierauf relativ bullisch. Man sieht es hier beim S&P 500 wieder, neues Top erreicht die letzten Tage oder beziehungsweise auch jetzt gestern mit den News. Irgendwie alles gestört. Aber gut, gerne mal eure Meinung unten auch in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ansonsten ähm, Euro gegenüber US-Dollar. Ist sehr, sehr gut gelaufen. Also auch hier alle Take-Profits erst einmal abgeholt. Wir sind hier in diese grüne Box, wenn man so mal rüberzieht, reingekommen. Gestern dann noch das Golden Pocket nicht erreicht. Das wäre jetzt so mein nächster Plan gewesen, dass wir hier dann nochmal die Position gegebenenfalls hier oben verdoppeln. Kann aber natürlich jetzt noch im Laufe des Tages kommen. Und dann gehe ich aber auch ganz stark davon aus, dass wir hier nochmal einen größeren Abverkauf oder hoffentlich noch einen größeren Abverkauf in Richtung 1,05795 sehen Also das, der Plan, Short-Position hier läuft auf jeden Fall noch. Nichts geändert, bis auf zwei Tech-Profits erreicht. Den dritten werden wir dann wahrscheinlich hier zwischen 105 und 106 auf jeden Fall setzen. Ansonsten würde ich sagen, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, macht mit beim Gewinnspiel. Ihr habt jetzt die Chance, hier jede Woche Boni einfach für äh, einen Kommentar abzustauben. Ansonsten in Telegram werde ich das auch noch mal nachfragen beziehungsweise auch nochmal fünf Leute dann raussuchen. Und ansonsten was von meiner Seite. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Morgen geht auch wieder Podcast weiter. Die letzte Folge könnt ihr euch anhören, habe ich äh, überall geteilt. Ansonsten Crypto und more auf YouTube, beziehungsweise auf Spotify, Deezer und Apple. Das war's von mir. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.